So Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir, Teil 2 vom Wörthersee. Wir sind jetzt hier gerade in der Turbokurve. Leider, wie man hier vielleicht erkennen kann, an diesem coolen Regenschirm, hat es zum Regnen begonnen. Es schifft. Das ist eher ungünstig, aber wir gehen jetzt trotzdem mal durch und schauen uns mal ein paar Autos an und vielleicht laden wir später, wenn es aufhört zu regnen, nochmal die Bikes aus. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar interessante Autos, schauen wir uns das mal an, oder? Es ist gut, dass es regnet, weil jetzt fahren die ganzen Leute weg. Ja, stimmt. Jetzt. Vielleicht haben wir was zum Schauen. Aber vielleicht auch die geilen Autos weg, das wäre dann wieder blöd. Das ist auch scheiße, ja. Ich sehe jetzt eigentlich noch nicht wirklich was so cool. Okay, das ist schon ganz cool eigentlich, der Mercedes. Das ist schon echt wild, muss ich sagen. Was sagst du zu dem Mercedes? Er ist wild, ja. Was sagt sie jetzt zu diesem Mercedes da hinten? Der ist schon wild, oder? Das ist schon clean. Ja, das ist halt der Sturz. So, wir haben uns jetzt hier unter unsere tolle Heckklappe. Ich habe nur Videos von mir, wie ich ausschaue wie ein Volltrottel, wirklich. Dann nehmen wir Julian wieder, wie er ausschaut wie ein Volltrottel. Also, wir stehen hier gerade an unserer schönen Heckklappe. Also ist auf jeden Fall besser, eine Heckklappe zu haben als Klapptüren, oder? Mhm. Darf ich dich filmen? Ja, ja. Ja? Okay. Ja. Ja. Aber ich habe halt einen anderen Bus. Schon ein bisschen höher. Ein bisschen höher, ja. Aber wir werden uns mal hier abwarten. Es wird gerade eh schon schwächer her vom Regen. Und dann nochmal vielleicht eine Runde kurz durch die Autos durchschauen. Und dann geht es auch schon ab zum richtigen Kamit, wo auch Action sein soll. Und wir möglicherweise auch unsere Bikes ausladen und vielleicht auch ein bisschen senden, oder? Bist du dabei, Julian? Mhm. Wo ich möglicherweise erfrieren werde, durch meinen Pullover. Ja. Möglicherweise. Und du, Max, wirst du senden? Weiß ich nicht. War das der Plan oder was? Nein, ich würde schon senden dort. Also so ein Rolling Burnout im sechsten Gang geht schon. Max sendet einen Rolling, ja. Sendest du auch einen Rolling? Ja, hundertprozentig. Wirklich? Ja. Okay, das mache ich. Das werde ich dann Video recorden. Ja, auf jeden Fall. Aber nur wenn der Max sendet. Ich sende einen Wheelie to Backflip. Wheelie to Backflip. Auf dem Rücken. Also wir werden jetzt nochmal warten, bis hier der Regen ganz aufhört und dann zeige ich nochmal ein paar coole Autos. So Max, krank. Ich hätte noch gerne eine persönliche Stellungnahme zu dem M3 da hinten. Also, du kannst das nicht reinschneiden. Kann ich nicht reinschneiden? Nein. Das ist ein Tollus! Also das, wie ist der zweite Teil vom Wörthersee-Video ist auf jeden Fall wild. Der zweite Teil ist das jetzt nur, wo ich Scheiße rede. Ja, das ist auch, das unterhaltet die Leute. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob euch der Max unterhaltet. Nein, ja, die Leute werden wenn mich ja, hassen. Will er auch sein eigenes YouTube-Video auf YouTube hochladen. Also stimmt jetzt in den Kommentaren ab. Stimmt jetzt in den Kommentaren ab, ob der Max auch sein Video hochladen soll oder nicht. Nee. Doch, ich wäre dafür. Nein, nicht schon wieder was Unlustiges, das gibt's doch nicht. Also ich find's lustig. Ich bin eigentlich bin ich. Ja, okay. Hier ist halt die Scirocco Gang. Ist das überhaupt ein Scirocco? Das ist schon ein Scirocco, oder? Ist das ein Scirocco, Max? Ich glaube, das ist ein Mercedes. Ein Mercedes? Ja. Mercedes. Ich glaube auch. Also wie ihr sehen könnt, ist die Autoauswahl hier dieses Jahr leider nicht so spannend, muss ich sagen. Das Highlight ist halt circa ein 1,35i. Das WC? Ja, das WC. Da geht's voll ab. Ja, da geht's halt wirklich ab. Das ist der Afterparty. Das ist halt eine Nummer, Freunde. Ja, also bis jetzt habe ich noch keinen E30 gespottet, das macht mich persönlich ziemlich traurig. Vielleicht haben sich auch alle von dem... Einen E30 habe ich gespottet, ja, und vorne bei der Polizei gestanden, ohne Tafel. Ja, den haben sie aus Tafel zwickt. Der ist eigentlich ganz geil. Oder was sagst du dazu? Okay, ignoriert. Was? Der ist eigentlich ganz cool, oder? Ja. War da hinten wirklich ein Luftfahrwerk abgelassen. Okay, man sieht es halt nicht, perfekt. Was ist das? Was ist das für ein neues Kennzeichen eigentlich, Freunde? Ist das Frankreich? Ich glaube. In Frankreich können sie sich das ja selber designen, glaube ich. Nein, also Thomas Gold hat gesagt, das ist illegal. Aber ja, aber sie haben es und er hat gesagt, das geht, aber... Oder nicht? Ja, keine Ahnung. Aber schaut auf jeden Fall sick aus, muss ich sagen. Aber schaut nicht so ganz legal aus, aber... Ja, das passende Auto ist mein Bike. Echt? Wo? Ah ja, da hinten meine 46 ist auch passend zu deinem Bike. Ja? Wir können mal kurz ein Vergleichsbild einblenden. Ja, bitte, jetzt. Ja. 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 Also die Unterbodenbeleuchtung ist, glaube ich, nicht so ganz legal, oder? Was sagst du dazu? Ich kenne mich da null aus. Du kennst dich null aus? Ja. Okay, du kennst dich nur mit Bikes aus? Oder auch nicht? Nein. Okay, perfekt. 6,5 Stunden später. Was? Es ist wieder dein Einsatz. Was? Wir sind wieder zurück. Was? Und da hinten ist das Glühwürmchen schon am Start. Was machen die? Die fahren? Sie schauen sich halt einfach mal an, was hier so passiert. Wir haben eigentlich gerade schon die Bikes ausgeladen gehabt, ein bisschen zu senden, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht fahren sie es auch wieder heim. Falls ja, dann sehen wir gleich. Auf jeden Fall ein bisschen Full Send. Die Glühwürmchen.
Das ist es einfach. Ich glaube schon, der rote im Flieger. Ja. Das ist der Zugsgang. Das ist der Bohrmaschine. Bohrmaschine. Langsam echt müde, also ich würde sagen, jetzt ist langsam dunkel. Es ist Zeit zum Schlafen gehen. Ja. Wir laden jetzt die Bikes ein. Ich hoffe immer, euch hat das Video gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob der Max das auch sein Video hochladen soll oder nicht. Und lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video am nächsten Tag. Peace out. Die Sicherheit. Was passiert hier?
Das ist halt Steckdose hinter Deck. Schlaf einfach so.